modern system. The age of man is at an end. We have become too many, too little to go around. Corporations we once trusted. Playback message 34. Isaac, I know you're there. Come on, pick up the phone. Fine. Look, I just called to say I'm moving on. I have to. Just take care of yourself, okay? Tja, und damit herzlich willkommen zu Dead Space 3. Isaac ist, wie man sieht, ein bisschen runtergekommen. Ein bisschen ist eigentlich gut. Er ist ziemlich runtergekommen und ziemlich fertig. Und Ellie war das, die auf seinen Anrufbeantworter quasi gesprochen hat. Und es gibt eine drastische, leidenschaftliche und von Eifersucht durchtriebene Liebesgeschichte in Dead Space 3. Was ich so jetzt nicht unbedingt erwartet hätte, aber es ist so. Und da habe ich mich so erschreckt, weil der blöde Automat angegangen ist. Also, ich muss ganz klar, ein bisschen muss ich Entwarnung geben. Viele dachten, Dead Space 3 spielt jetzt auf diesem Eisplaneten Tau Volantis, wobei tatsächlich das erste Drittel des Spiels sogar, und das hier ist eine Szene davon, ganz normal im Weltraum spielt. Und auch auf dem Eisplaneten bleibt es trotzdem sehr atmosphärisch. Subtil ist es fast nie. Also es gibt so Ausnahmen, es gibt so wirklich so Sachen, die fand ich echt richtig gruselig und richtig gut. Es gibt zum Beispiel solche Necromorphs, die man zwar bekämpfen kann, aber die rennen in Scharen auf einen zu. Die sind so wie so längliche, wie so ein bisschen zu groß gewachsene Gollums sehen die aus. Also total grausig. Und man kann allerdings denen auch einfach aus dem Weg gehen, beziehungsweise man kann Gegenstände werfen, um sie abzulenken und dann zwischen ihnen hindurch schleichen. Ansonsten ist es größtenteils gameplay-technisch bei seinen Wurzeln geblieben. Der Action-Anteil wurde natürlich nochmal ein bisschen hochgeschraubt. Ich persönlich finde das jetzt gar nicht, in diesem Fall sogar gar nicht so dramatisch. Man darf halt wirklich kein subtiles Gruselspiel im Sinne von Silent Hill erwarten, sondern es ist eben wirklich auch, es ist überwiegend ein Action-Spiel. Ein Survival-Action-Titel, würde ich sagen. Sieht aus, als hätten sie eine Telemetriespitze modifiziert. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber ja, ich glaube, mit den richtigen Teilen kann ich das bauen. Wo ist das andere Lager? Ich schicke die Koordinaten auf Ihre Rig. Wahrscheinlich wird es abgeschottet sein. Hier. Als wir eintrafen, fand ich diese Passcodes. Mit denen kamen wir in dieses Lager. Vielleicht funktionieren sie auch für das andere Gebäude. Wir finden's raus. Bin bald zurück. Die Story ist so, ja, mehr oder weniger. Sie ist akzeptabel, würde ich sagen, aber ist jetzt natürlich keine Meisterleistung. Ist so ein Standard-Hollywood-Kram, wie man es eben erwarten würde. Nichts Dolles, aber auch nichts Störendes. Puzzle-Elemente gibt es auch immer mal wieder. Gibt es auch gleich noch ein anderes Rätsel zu sehen. Haben sie immer wieder schön eingeflochten, lockert die Sache so ein bisschen auf. Manche Puzzle muss man unter Zeitdruck auch lösen, was sehr stark für Adrenalin sorgt. Und was man jetzt nicht unbedingt, oder wobei, da komme ich später nochmal drauf zurück, auf Grafik und Sound. Jetzt habt ihr vorhin ein bisschen englische Synchro und ein bisschen deutsche gehört. Ich habe das absichtlich ein bisschen gemixt in den Aufnahmen. Denn, also die englische Synchro ist absolut grandios und die deutsche Synchro ist aber auch gut. Also ich finde, die deutsche Synchro ist durchaus gelungen und ich habe es auch überwiegend dann auf Deutsch gespielt, allein schon, um das beurteilen zu können. Hindernis beseitigt. Normaler Zugverkehr wird wieder aufgenommen. Ansonsten ist es relativ, es ist ein typisches Dead Space durch und durch. Ich meine, wie man sieht, Isaac ist ein bisschen agiler. Er kann eine Ausweichrolle und er bewegt sich allgemein ein bisschen schneller. Man kann auch ducken, man kann sich ducken und sich ein bisschen schneller fortbewegen. Aber im Großen und Ganzen ist das sehr bodenständig und vom Gameplay her ist es sich treu geblieben. Es geht nach wie vor darum, Necromorphs irgendwie ihre Gliedmaßen zu amputieren und dann anschließend aufzuspießen. Also es hat auch noch einen extrem krassen Gore-Effekt und ist dazu noch in Deutschland ungeschnitten, was ich sehr, sehr gut finde. Weil dieser Gore-Effekt eben zu Dead Space einfach dazugehört.
Was ganz neu ist, ist die Möglichkeit, Waffen auszubauen, genau, und mit Upgrades zu versehen. Man kann nur noch 2 Waffen tragen und muss sie dafür umständlich aufbauen. Das wurde vorher als eine der größten Neuerungen angepriesen. Ist es auch, aber meiner Ansicht nach auch die schlechteste. Denn dieses Menü hier, diese Werkbank, die ist sehr fuddelig. Man kann die Waffen nicht direkt miteinander vergleichen. Man muss sich immer wieder durch die einzelnen Punkte klicken, um zu schauen, was man verbessern kann. Und für mich ist das einfach... Ich fand das einfach nicht gut. Ich fand, da die vorherigen Möglichkeiten haben mir wirklich wesentlich mehr Optionen geboten, um auch kreativ die Waffen zu nutzen, weil ich dazu gedrängt wurde, sie auszuprobieren. Mit dem Rick geht das natürlich auch. Und die Oberfrechheit, wie ich finde, und ein Grund, weshalb das Spiel auch wesentlich weniger bekommen hat, als es eventuell verdient hätte, sind die extrem überteuerte DLC, den es gibt und den man ständig angepriesen bekommt. Wie man sieht hier, für 5 Euro gibt es dann irgendwelche Bot-Updates, diese so Scavenger-Bots sind das, die Rohstoffe und Ressourcen für einen finden können. Und das ist absolut, absolut krass. Ein Vollpreistitel, das soll ich mir vorstellen. Achtung, gleich kommt er raus! Ebenso neu ist der Koop-Modus, den kompetitiven Multiplayer aus Dead Space 2, den ich persönlich ziemlich cool fand. Der wurde leider ersatzlos gestrichen. Oder nein, nicht ersatzlos, denn es gibt ja Ersatz, es gibt ja den Koop-Modus. Und das hier ist einer der seltenen Fälle, wo man tatsächlich gegen menschliche Gegner kämpft. Das sind Anhänger der Unitology-Sekte, die man ja auch schon kennt aus dem Dead Space-Universum. Und dabei ist John Carver, also es geht nur über eine Online-Verbindung, von einem Kumpel oder einem Fremden gespielt wird, eben so, wie es euch gerade passt. Und das war eines der Sachen, wo ich am meisten Bedenken hatte, muss ich sagen, bei dem Koop-Modus, dass es gerade auch sehr viel Atmosphäre nimmt, wenn man zu zweit unterwegs ist und sich über den Sprachchat unterhält. Das stimmt auch gewissermaßen, denn da braucht es halt noch mehr Komponenten, die zusammenkommen müssen, damit der Gruseleffekt wirklich rüberkommt. Aber ich habe hier so ein schönes Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon... Ne, ist noch ein bisschen. Hier kann ich erstmal... Ich meine, grafisch ist Dead Space absolut fantastisch. Also auf der PS3 läuft es auch wunderbar, im Gegensatz zu manchen anderen PS3-Titeln, die im Konsolenvergleich ja nicht so gut abschneiden. Aber Dead Space sieht nach wie vor grandios aus und läuft durch und durch flüssig. Und den Sound, dazu muss ich eigentlich fast gar nichts mehr sagen. Abgesehen davon, dass diese Stampfgeräusche und manche Soundeffekte ein bisschen zu übersteuert sind, oder nicht übersteuert, aber ein bisschen zu laut, finde ich einfach, zu laut abgemischt, ist es so, dass die Soundkulisse durch so drückende orchestralische Musik sehr gut vorangetrieben wird. Und sie spielen auch manchmal wirklich mit der Einbindung von so bestimmten Musikgenres. Es gibt zum Beispiel eine Nebenmission, wo total wahnsinnige Country-Musik läuft, während man sich durch einen Haufen Necromorphs ballert. Also da haben sie ein sehr gutes Feingefühl für. Und da gibt es natürlich auch immer mal so Stellen, wo man mit seinem Koop-Partner dann zusammenarbeiten muss. Und das ist hier eben so eine, wo man hier direkt von der Seite überrascht und angemetzelt. Das sind solche Sachen, die Dead Space nach wie vor halt sehr gut kann. Diese, wie nennt man das, Jumpscares. Also, dass man wird plötzlich hinterhältig attackiert. Kommt eigentlich ständig vor und ist so auch eines der Kernelemente. Und das haben sie in Dead Space 3 auch wieder sehr gut hinbekommen. Also von der Horroratmosphäre finde ich es schon gelungen. Es ist nicht schlechter als der zweite Teil, würde ich sagen. Auch wenn der Action-Part eben ein kleines bisschen höher gedreht wurde. Aber für mich ist das gar nicht so negativ unbedingt. Ja, und es gibt natürlich auch wieder jede Menge unterschiedliche Anzüge. Und die man halt auch dann wieder entsprechend aufrüsten kann, die man zu den Events eingeleitet werden. Sieht aus, als wäre der Pfad hier oben. Hey! Hey! Alles okay? Da draußen war eine Frau. Vielleicht sollten wir sie mal suchen. Ist nämlich wirklich toll. Es gibt nämlich jetzt neuerdings Nebenmissionen. Und die werden dann quasi so fließend mit in die Story eingebaut und sagen euch dann so, hey, hier, ihr könntet nochmal da und dahin gehen. Könnt ihr machen, wenn ihr wollt. Die sind sehr, sehr umfangreich und bieten eine Menge auch an Spielspaß, finde ich.
Und das Coole dabei ist, im Koop-Modus, also schade ist ein bisschen, dass manche Missionen nur im Koop-Modus möglich sind, aber die Koop-Nebenmissionen, die es gibt, sind wirklich ganz grandios gemacht, weil hier zum Beispiel Carver so seiner eigenen Familientragödie ein bisschen auf der Spur ist. Und für Isaac, aus deren Perspektive ihr das Geschehen gerade seht, sieht diese ganze Halle völlig unauffällig aus, halt wie so eine normale Standard-Hangar oder sowas. Und für Carver ist das Ganze total skurril übertrieben, wie so ein Kindergeburtstag. Also das ist absolut krass und das macht halt auch so ein bisschen, schafft halt auch diesen Grusel, gerade wenn man zu zweit ist im Voice-Chat und man lässt sich so drauf ein, ist das mega krass, wenn einer halt eben dann irgendwie sagt, oh, hörst du auch diese Stimmen und sowas? Und das finde ich, haben sie auch sehr, sehr gut gemacht und den Horror-Effekt sehr gut rübergebracht in den Koop-Modus. Ja, und zum Abschluss gibt es nochmal ein bisschen Blutgemetzel und was Dead Space natürlich auch sehr gut kann und nach wie vor gut kann. Und zwar eine richtig fette, actionhaltige Zwischensequenz und den Rest lest ihr dann hoffentlich im Test. Also bis nächstes Mal. Ciao. Okay.